Gott des Wassers, der Tobende, Gott des Fayum. Du, dessen Samen machtvoll ist, dessen Hunger unersättlich. Du wirst kommen aus dem ewigen Chaos, den aufgewühlten Fluten, um uns zu rächen und jene zu strafen, die das Fleisch deiner Kinder rauben. Und so ehren wir dich. Hilf uns, das Gleichgewicht des Landes wiederherzustellen. Du huldigst dem Krokodilgott. Wir ehren Sobek, der wandelt. Er stieg aus den tobenden Fluten, um unsere Feinde zu strafen. Hast du ihn gesehen? Ja, er kämpfte mit 100 Soldaten, den Tyrannen, die seine Kinder aus Geldgier töten und häuten. Uns, die wir von diesem Land leben, bleibt nichts. Ich mache mir selbst ein Bild seiner Macht. Fürchte ihn nicht. Er wird das Fleisch jener schonen, die ihn verehren. Noch ein wandelnder Gott. Ist das das Werk der Sphäre? Wow. Das ist kein Gott. Für einen Gott siehst du verlottert aus. Schickt dich der schändliche Hauptmann vom Kai, um mich zu verspotten? Ich hörte, du hast gegen die Soldaten gekämpft, die die Krokodile töten. Ich versuche nur, meine Familie zu beschützen. Sobek gestattet uns zu nehmen, was wir zum Überleben brauchen. Nicht mehr. Das ist eines der Gebote. Du wolltest sie verscheuchen. Sie glauben, machen Sobek durchstreife das Schilf. Warum sollte der Fluch nicht etwas Gutes bewirken? Dein letzter Einsatz hätte dich fast das Leben gekostet. Ich kümmere mich um die Wilderer. Geh vorsichtig durch das Schilf, Neb. Dieser Hauptmann respektiert das natürliche Gleichgewicht nicht. Das wird er bezahlen. Trag den Kampf zu ihnen! Wenn wer kommt, ist er tot. Diese Zone ist tabu.
Leib bis hoch. Sie dachten, der Jäger wäre wirklich so weg. Was ist das jetzt? Die Hütte des Jägers in Flammen. Ich bin froh, dich unversehrt zu finden. Du sagtest, du kümmerst dich um den Hauptmann. Und doch kam er und brannte meine Hütte nieder. Sei unbesorgt. Der Hauptmann ist tot. Dann ist der Osiris gleich wieder auferstanden. Denn er war hier und schrie meinen Namen, während ich in den Büschen hockte. Das kann nicht sein. Er ist tot. Hier stimmt etwas nicht, Neb. Hat mich Sobek verflucht? Du tust sein Werk. Warum sollte er? Wohin ist dieser Hauptmann gegangen? Zum Außenposten, bei den Feldern. Ich werde herausfinden, wie ein Wilderer einen Schakal täuscht. Für dich ist es nicht mehr sicher. Du hast recht. Ich gehe nach Süden, wo sie die Götter ehren. Möge der Tobende dir Zähne geben, Neb. Warum strafen Sie nicht die Grabschänder? Wir haben nichts getan. Mein Herz ist leicht. Ich bin ein guter Ehemann und Vater. Das sagst du, aber ich stehle nicht von den Gräbern oder störe die Ruhe. Ah, Saad.
Aus dem Weg! Dieser Ort wird schwer bewacht. Hältst du hier was Besonderes an? Da ist gar nichts. Da draußen ist irgendwas. Beschützt den Kyrios! Wer schießt hier? Ärger hier! Das klingt nach Ärger! Verdammt! Du bist kein schöner Anblick. Und riechen tust du auch nicht gut. Hast du was gehört? Was? Helft mir mal hier drüben! Und der Nebel lichtet sich. Zwillinge. Einer so brutal wie der andere. Was? Hm.
glaubt, er könne es mit uns aufnehmen. Er wird sich noch umgucken. Du wirst bluten. Hörst du? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Was treibt diese Irren? Verdammt, wir müssen aufholen! Hab dich! Nicht herkommen sollen. So wirst du mir nicht entkommen. Stirb, du Sau. Ich hab freie Schussbahn. Da bist du. Herkommen sollen. Der gehört mir! Hey! Hey, was? Das war's! Stirb! Halt dich! Wir müssen aufholen! Da bist du! Da bist du ja. Bring dich hoch, hab dich. Was? Lasst mich raus, ihr Räudig! Du bist zu gütig. Vielen Dank. Liegt dir etwas an unserer Vergangenheit, Senny? Bayek, ich kämpfe, um sie zu verteidigen. Ich bin Kanika. Ich suche ein Relikt von größter Bedeutung. Es gehört in einen Tempel. Klingt nach einem Plan. Der Pentopapyrus enthält den Schlüssel. Ich habe mit dem Händler darum gefeilscht. Dann wurde alles schwarz und ich erwachte in einer Zelle. Ich soll ihn ermordet haben. Und der Papyrus war unauffindbar. Du hast ein Talent für Schlussfolgerungen. Aber ohne Pentos Worte, Neck, meine einzige Spur. Wo war der Überfall? Südlich von hier, nahe der Bergstraßen. Wirst du ihn finden, Senny? Ich werde zur Grabungsstätte gehen. Sollten die Soldaten den Schatz zuerst finden, ist alles aus. Ein gestohlener Papyrus. Ein Wettlauf um ein Relikt. Ich bin dabei.
Wow. Ha! Oh. Ein Treffer in die Brust. Ein verschwendetes Leben. Er hat sich gewehrt. Gegen einen Dieb? Pferdeäpfel. Aber kein Pferd. Jetzt wissen wir, wie unser Dieb entkam. Eine Blutspur. Jemand ist schwer verletzt. Er kann nicht weit sein. Kanika braucht den Papyrus. Also schnell dem Dieb hinterher. Annika wird sie an der Grabungsstätte entziffern müssen. Verdammten Soldaten. Durchsieben den Sand. Löschen unsere Geschichte aus. Wow. Was soll das denn werden? Hast du den Papyrus gefunden? Wer stahl ihn? Nein, das ist unwichtig. Nur das Relikt zählt. Schnell, sie unternehmen alles, um es zu bekommen. Nein, das kann nicht... Ich dachte, aber das ist unglaublich. Wir müssen zur Höhle des endlosen Leids. Jetzt! Geh vor, Kanika. Ich nehme es mit jedem auf, der sich uns entgegenstellt. Glücklicherweise graben sie am falschen Ort. Wirst du das Relikt erkennen? Das werde ich. Kann man vom Retten verlorener Relikte leben? Ich muss gestehen, ich habe mein Geld als Mutter gemacht. Ich zahle Ägypten eine große Schuld zurück. Niemand ist rechtschaffener als ein... Ihr zerstört unser Erbe, unsere Vergangenheit! Die Geschichte wird unsere sein. Relikt für Relikt. Was? Der Schatz des Pharao wird nicht geplündert. Dich schlitze ich auf. Hey, hier gibt's ein Problem. Das funktioniert. Hilfe! Du kannst nicht fliehen! Das ist der Ort! Dafür lasse ich dich leiden! Das ist der Ort! Die Höhle des endlosen Leids!
Diese Schönheit. Komm und zieh dir das an, Bayek. Niemand ist rechtschaffener als ein geläuterter Dieb. Das kann nicht sein. Hast du es? Nicht es, Bayek. Sie. Und wie schön sie sind. Goldene Hefte, Klingen aus Himmelseisen, Lilie und Schakal auf den Scheiden. Dolche? Mehr als bloß Dolche. Es sind die Klingen des Sohnes des Aton, Tutanchamun. Die Waffen eines Pharao. Der Verbleib seines Grabes war für Jahrhunderte in der Wüste verloren. Hier, du musst sie nehmen. Ich bin kein Dieb, Kanika. Vielleicht können sie eines Tages wieder bei dem Pharao ruhen. Bis dahin gehören sie in die Hände von jemandem, der Ägypten dient. Ich nutze sie, um all jene zu strafen, die unsere Geschichte beschmutzen. So ist es richtig. Mögen ihre Hefte in deinem Dienst nie ihren Glanz verlieren, Bayek. Ich werde dem Dorf der Mondscheinschieber einen Besuch abstatten. Dort gibt es viele Schmuggler, die Nachhilfe in Geschichte brauchen. Sigiriet. Hey, was? Das war's. Stirb! Wow. Hör! Gemeinsam! Arsch, da hab ich dich! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Wow. Haltet den Gegner auf! Ich... Scheiße! Der Nepp ist tot! Wow. Ha!
bist du! Oh. Her! Osiris wird dir nicht gnädig sein, du Bastard! Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Sieh dir mein Lager an. Das sind Pizzamacher. Cherumesha, Chemete. Verkauft. Ma hat für mich... Nun, ist Neo Jedian? Chahane wird. Whoa.
Oh. Was ist das?
Kann ich dich mit etwas locken? Ist gut. Bis bald. Nick Enni Sigirien. Ein kleiner Hitzschlag hält mich nicht zurück. Ich verlange Gerechtigkeit. Du musst ruhen, Neb. Und jede Minute klage ich wie ein krankes Kind. Der Betrüger hat den Ring meines Vaters. Nick Enni Sigirien. Sie sind wie gackernde Hühner. Was ist dir widerfahren, Neb? Ein Fischer behauptete auf der Straße nach Svenu, ich hätte seine Netze zerrissen und hetzte die Soldaten auf mich. Sie nahmen mir alles. Die Soldaten haben dich bestohlen? Als Entschädigung. Als wären Netze so viel wert wie der Ring meines Vaters. Der Verwalter sollte etwas unternehmen. Aber ich warte schon den ganzen Tag auf ihn. Ah, zweifellos ein verdächtiger Fall. Die Straße ist belebt. Viele wollen zur Wüste westlich des Dorfes. Es wird noch andere treffen. Ich werde mit diesem sogenannten Fischer reden. Und ich gehe noch einmal zum Verwalter. So oder so wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Wow.
Nein! Meine Netze! Du hast mein Auskommen ruiniert! Sieht denn niemand dieses Unrecht? Noch ein Unruhestifter. Zahl für den Schaden, Neb. Oder geh hinter Gitter. Hab ich dich! Bitte, es ist nicht, wie du denkst. Bitte! Ich denke, dass du und die Soldaten zusammenarbeiten, um Händler auf dem Weg zu erpressen. Ah, dann ist es, wie du denkst. Aber ich bin ebenso ein Opfer wie die Händler. Ein Opfer? Ein schäbiger kleiner Dieb wie du? Schäbig? Nein, der Aufseher ist schuld. Er hält meine Familie gefangen und droht sie umzubringen, wenn ich ihm bei seinem Plan nicht helfe. Familie? Meine Katze. Fellgesicht ist alles an Familie, was ich habe. Die meisten zahlen ohne zu murren. Wer nicht zahlt, wird von den Wachen überzeugt. Der Verwalter nimmt alles. Lass dich hier nie wieder blicken. Nein, nein, nie wieder. Ein Mann findet immer eine neue Katze. Der Händler. Der Händler begibt sich in die Höhle des Löwen. Ich muss zuerst da sein. Sein dummes, trauriges Leben verwirkt. Hey, da bist du! Hab ich dich! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Bei seiner Bestechlichkeit ein Auge zugedrückt, weil er mich in Ruhe gelassen hat. Aber das ist Mord. Dennu war keine Bedrohung. Er wollte nur den Ring seines Vaters zurück. Warum haben Sie das getan? Er war keine Bedrohung. Wurde er ermordet, um mich zu warnen? Right position, Gere.
Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Die Herrschaft des Verwalters geht zu Ende. Unser Meister, dass diese Menschen beschützen müssen. Rechtfertige dich vor Osiris. Ich sammle die Truppe. Das war's. Stirb! Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ich töte dich! Ich sammle die Truppen! Ich erl. Der Ring seines Vaters. Vielleicht kann ich ihn bei meiner Ankunft im Jenseits überbringen. Du da! Halt! Oh.
Wow,